So, jetzt kommen wir zu dem Punkt Motivation über Spielzeug und Futter. Ja, wir haben hier einiges schon hergerichtet, aber was ist Motivation? Motivation ist Aktivität, die zur Handlungsbereitschaft führt. Deswegen empfehle ich euch allen, die einen Hund haben, macht mal eine Rangliste. Was ist gut, was ist sehr gut und was ist eigentlich gar nicht mehr so gut. Zeigt einfach mal dem Hund Dinge und er zeigt euch, was er mag oder nicht. Sie nehmen zwei verschiedene Futterbrocken in die Hand, legen sie auf die Knie und lassen den Hund entscheiden. So, er entscheidet sich für den Käse, also 1:0 für den Käse. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Käse wieder in die Hand, Leckerli in die andere Hand, auf die Knie und go. Und los. 2:0 für den Käse. Jetzt probieren wir das ein drittes Mal. Go. 3:0 für Käse. Also das heißt, der Käse ist schon mal besser als das Trockenfutter.